Was? Ha! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von T-Rail Valley. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 28, glaube ich. Mai, lang ist's her. Etwa eine Woche habe ich jetzt nicht mehr aufgenommen. Ich hoffe, ihr alle da draußen hattet einen schönen Ostern. Einen schönen Ostern? Schöne Osterfeiertage und ich hoffe, ihr konntet die Zeit genießen. Meine lieben Freunde, es geht ab heute wieder weiter. Ich muss mich jetzt gerade erstmal sammeln. Ich habe nämlich absolut keinen Plan, was hier gerade Sache ist und wo ich hier... Also ich bin am Hafen, das weiß ich jetzt, aber was genau wir das letzte Mal gemacht haben, für euch ist das ja nur irgendwie 2-3 Tage oder so her. Für mich, wie gesagt, eine ganze Woche mittlerweile. Doch, die 2DH4... Oder die DH8 steht noch da, das ist sehr schön. Ihr habt mir auf die letzten Folgen tatsächlich einige Kommentare dagelassen. Vielen lieben Dank dafür, ihr seid echt super, super nett. Ihr seid alle sehr, sehr lieb. Das gefällt mir so, das ist richtig, richtig schön. Und zu der Namensgebung DH4s oder DH8... Gibt es tatsächlich ein paar Unstimmigkeiten? Der eine ist dafür, der andere dafür. Jetzt kam letztens irgendwie noch ein neuer Kommentar dazu. Ich soll doch DDH4 sagen. Ich weiß nicht, wo da der Sinn liegt, aber ihr seht es. Es wird sich ein bisschen drum gestritten, wie ich die zwei jetzt nenne. Oder diese Komposition oder wie auch immer. Keine Ahnung. Einzeln sind es DH4s. In der Kombination würde ich sagen, ist das eine DH8. So. Das Thema hätten wir jetzt geklärt. Habe ich sonst noch was? Es wurde gefragt, beziehungsweise es wurde darum gebeten, dass ich doch mal wieder ein bisschen mehr mit den Dampfloks herumfahre. Keine Sorge, meine lieben Freunde. Natürlich werden wir auch nochmal Dampfloks bedienen. Die S282 steht ja natürlich noch auf dem Schirm. Die ist natürlich noch auf dem Plan. Ansonsten werden wir natürlich auch mal wieder die S060 fahren. Keine Sorge. Ich wurde übrigens auch darum gebeten, vielleicht ein klein wenig hier am Bahnhof zu bleiben und hier ein paar Rangierarbeiten zu machen. Warum denn nicht? Wir sind gerade hier am Hafen, an diesem Bahnhof hier. Und ja, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt gerade sowieso nicht, was der Plan ist. Habe ich das letzte Mal nicht einen Plan gehabt? Boah, meine lieben Freunde, es ist leider zu lang her. Verzeiht mir bitte. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich genau vorhatte und was ich so wirklich machen wollte. Ich würde mal sagen, wir sortieren jetzt hier mal ein klein wenig die Aufträge. Ich würde mal sagen, Güterzugaufträge kommen jetzt mal hier an diese Seite, so dass ich sie vielleicht alle ein bisschen mehr oder weniger auf den Blick haben kann. Ein bisschen so, kann man nicht vielleicht ein bisschen langsamer laufen. So, Leerzugaufträge klatsche ich mal hier oben hin. Wie gesagt, Rangieraufträge kommen dann dahin. So, was ist das denn? Liefere Natronlauge. Die Waggons sehen irgendwie komisch aus. Die sind alle so dunkel, so schwarz, so als würde da die Textur irgendwie fehlen oder so. Wow. Zum Stahlwerk. 1044 Tonnen. Wahnsinn. Mir geht jetzt hier schon der Platz aus. Das gibt's auch gar nicht. So, hier haben wir nochmal einen Leerzugauftrag. Der kommt jetzt auch mal kurz da hoch. Nochmal Güterzugauftrag. Hier direkt nochmal. Hier haben wir nochmal einen Leerzugauftrag. Ich will jetzt natürlich nicht hier irgendwie 20 Minuten lang rumhocken und nur Aufträge sortieren. Keine Sorge. Oder vielleicht doch. Ich weiß. Nein, Spaß beiseite, ich weiß es noch nicht. Der Tisch ist nicht groß genug. Das ist ein Problem. Definitiv. So, wie genau habe ich mir das jetzt denn gedacht, wie ich hier die Rangieraufträge... Meine Fresse, sind das viele Aufträge. So, nochmal Leerzug hoch. Leerzug rangieren, rangieren, rangieren. Okay, also, wie gesagt, es wurde darum gebeten, eventuell ein paar Rangieraufträge zu machen hier unten am Hafen. Jetzt ist nur die Frage, rangieren wir mit der DH8, mit der DH4 oder mit der DE2? Sehr gute Frage, ne? Ja, ich weiß. ich bin auch gerade drauf und dran am... Sollen wir vielleicht mal hier hochfahren? Nee, ich bin dazu irgendwie noch nicht bereit. Ich weiß es nicht. Mir fehlt auch noch ein Schlüssel. Ah, mir fehlt noch was ganz anderes. Jetzt kommen so langsam die Erinnerungen wieder. Mir fehlt vor allen Dingen Inventarplatz. Halt, Moment. Wir haben beide Schlüssel. Wir haben beide Schlüssel. Das heißt, wenn hier unten tatsächlich eine Garage ist,
dann werden wir wohl den passenden Schlüssel mit bei haben. Mir wurde nämlich vor ein paar Folgen gesagt, dass es 3 Garagen gibt. Eine davon haben wir schon aufgedeckt. Und da wir noch 2 weitere Schlüssel haben, wie gesagt, werden wir definitiv, falls es hier unten eine Garage gibt, wovon ich, naja, zumindest mal irgendwie zu 98% ausgehe, dann wird auf jeden Fall der Schlüssel dabei sein, der passt. Ah, jetzt, ne, ich hatte auch geplant gehabt, irgendwie wieder zurück zur Steel Mill oder zur Farm zu fahren oder so, da ich die Lizenzen nochmal loswerden möchte. Ich könnte sie natürlich alle in den Müll schmeißen, aber das möchte ich ja nicht. Ich möchte sie irgendwie sammeln. Haben wir denn zufällig irgendwas? Wir haben einen Auftrag zur Steel Mill, das habe ich ja schon gesehen. Da, Stahlwerk mit den 1044 Tonnen. Warenfabrik und Stadt Südweststadt könnten wir auch machen. So, das hier ist Warenfabrik und Stadt. Warenfabrik und Stadt Lebensmittelfabrik. Das war FF, gell? Ja. Leerzüge. Hätten wir was an Sägewerk? Südweststadt, Maschinenfabrik und Stadt und das zentrale Ölfeld. Das zentrale Ölfeld würde natürlich sehr, sehr gut passen. OWC war das, ne? Ja. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich will natürlich auch so ein bisschen eure Bitte natürlich hinterherkommen, ne? Wenn ihr irgendwie Wünsche habt oder so, dann versuche ich sie euch natürlich zu erfüllen. Ich kann es natürlich nicht jedem recht machen. Das entzieht sich meiner Macht, sage ich jetzt einfach mal. Das klingt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist jetzt doof. Ich kann es nicht jedem recht machen, aber ich würde ganz, ganz gerne die Lizenzen irgendwie loswerden. Die blockieren mir hier auf jeden Fall The Inventar. Weil jetzt natürlich stört es auch nicht so gravierend. Okay. Plan. Meine Lieben, wir machen es jetzt so. Wir werden einen Rangierauftrag machen hier am Hafen. Danach schnappen wir uns eine DE2 und fahren mal ganz kurz hier hoch und schauen, was es hier zu entdecken gibt, falls es was zu entdecken gibt. Und danach fahren wir den Auftrag zu OWC. Ich hoffe natürlich, dass der Auftrag mit OWC noch da sein wird. Es ist auch ein bisschen langweilig, ne? Dadurch, dass das ein Leerzug ist. Ne, wir lassen uns überraschen. Also Plan ist, Hafen rangieren. Nächste Folge hier hochfahren. Dann Auftrag annehmen und schauen, was wir hier finden. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie wieder mal ganz kurz in diese Gegend hier reinkommen, damit wir mal schnell nach Hause kommen zum Begleitwagen. Und da schmeiße ich dann die ganzen Lizenzen hin. So machen wir das jetzt, ja? So machen wir es. So, was sagt die Uhr? Wir haben kurz vor 8 Uhr am Morgen. Was nehmen wir denn an? Ja, bei den Rangieraufträgen ist es tatsächlich egal, wo was wohin geht. Wie wäre es denn mit einem großen Zug? 3 Ablieferungen, entlade Neuwagen aus einem Zug und stelle ihn ab. Das heißt, die ganzen Fahrzeuge entladen und danach wahrscheinlich den Zug in 3 teilen, 2 Abholungen vorbereiten, 3 Ablieferungen. 3 Ablieferungen mit 3 Waggons, das ist ja super interessant. Eine Abholung, lade Sauerstoff tiefgekühlt und flüssig in einen Zug und bereite ihn für die Abfahrt vor. Oder 2 Ablieferungen, entlade Stahlschienen aus einem Zug und stelle ihn ab. Es sieht so aus, als wäre das, glaube ich, der Zug, den wir hierhin mitgebracht haben. Ich meine aber, wir haben von einem kleineren Auftrag nochmal irgendwie 2 oder 3 Waggons einzeln hierhin gebracht. Ich glaube, sind die jetzt aneinander gekoppelt? Hinten ist nochmal ein Leerzug mit den... Ach, keine Ahnung. Komm, dann machen wir den mit den 2 Ablieferungen. Wir entladen den Spaß hier. Das sind 855 Tonnen. Ich würde sagen, dafür schnappen wir uns die DH8. Oh, was ist denn jetzt kaputt hier? Was an neuem Auftrag wurde gesperrt, bis du deine Schulden reduziert hast. Bitte zahle die Gebühren, die du dir leisten kannst, um fortzufahren. Wenn du nicht genug Geld im Portemonnaie hast, schaue im Fundbüro nach. Ja, da den Fehler habe ich schon einmal gemacht und da habe ich definitiv nicht Geld gefunden. Ja, unser Ghetto Blaster und die Kassetten stehen noch hier. Die muss ich dann auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir zurück zum Begleitwagen fahren. Oh Mann, okay, das heißt, ich muss jetzt hier... Ach du Scheiße. $127.000 wären hier noch. 124.000 habe ich.
Ja gut, da wir den Spaß so oder so zahlen müssen. Ah, das funktioniert nur, wenn ich das Geld komplett habe. Das ist natürlich toll. Das heißt, okay. Das heißt, ich muss jetzt echt die zwei Looks erstmal warten, ne? Ich zahle bestimmt nicht 24.000 Dollar dafür, wenn ich nur 12.000 insgesamt dafür zahlen kann. Okay, wir müssen die DH8 warten gehen. Das wird jetzt natürlich bestimmt auch wieder sehr, sehr umständlich, weil wegen dem Drehteller, der Drehscheibe. Okay. Da muss ich mal schauen. Vielleicht ist die DH8 gerade so. Na, die wird wahrscheinlich für die Drehscheibe zu lang sein, ne? Das heißt, ich muss sie wahrscheinlich dann doch einzeln warten. Das wäre ein bisschen doof. Wir schauen mal. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt muss ich die erstmal warten gehen, bevor ich einen Auftrag annehmen kann. Das ist ja kacke. Also, was heißt kacke? So richtig kacke ist es nicht. Ist schon okay. So, bei der hier machen wir aber nur den Strom an. Und lösen natürlich die Handbremse. Ich glaube, mitlaufen lassen muss ich sie nicht unbedingt. Ich glaube nicht, oder? Wir probieren es mal. Wir machen auch damit jetzt mal unsere Erfahrungen. Ah, wie gesagt, das ist eine Woche her. Ich habe absolut keinen Plan mehr, wie dieses Spiel funktioniert, irgendwie gefühlt. So, hier Elektrik an. Das hier zu und schmeißen wir mal die Maschine an. Genau. So, Bremsen sind gelöst. Das ist wunderbar. Dann werden wir vorwärts fahren. Oh, ist das schön, wieder nach einer Woche hier im Zug zu sitzen. Das ist richtig toll. Ist natürlich auch doof, dass ich mir jetzt die 127.000 Dollar wegen 3.000 Dollar nicht leisten kann, was da noch offen sind. Und einen neuen Auftrag kann ich nicht annehmen, weil ich noch Schulden habe. Das heißt, mir bleibt gerade nichts anderes übrig, als die DH8 zu warten. Oder wie gesagt, die zwei DH4s. Das ist immer ein bisschen komisch, das zu sagen, so. Aber naja. Gut, ja, dann wieder so ein bisschen zur Planänderung, ne? Erstmal warten gehen, dann mal schauen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ansonsten mache ich wieder eine etwas längere Folge. Ich will euch ja ein bisschen was bieten können. Wäre dann doch schon ein klein wenig arg langweilig, wenn ich jetzt das Ding nur warte und dann schon wieder einen Cut mache, glaube ich. Wäre schon ein bisschen doof, ne? So, wie sieht's denn eigentlich aus? Ne, das Gleis geht darüber, das ist schön. So. Mann. Wie gesagt, für mich ist das Ganze irgendwie wieder eine Woche her. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich in der letzten Folge irgendwie gegen Ende doch nochmal irgendwie einen Plan gemacht habe, was ich eigentlich vorhatte und so. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich bin jetzt natürlich auch nicht auf die Idee gekommen, mir die letzte Folge nochmal kurz anzuschauen. Zumindest das Ende davon. Ja, so ist das halt jetzt eben. So, das Ding muss ich auch noch umstellen. So. Damit wir auf dem richtigen Gleis bleiben. Wie gesagt, wir wollen da zum Lokschuppen hin. Dort können wir dann den ganzen Spaß warten gehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob diese Kombination aus den Zweien auf die Drehscheibe passt. Wenn nicht, wie gesagt, dann müssen wir die einzelnen warten gehen. Ist jetzt auch nicht so wild. Aber ich könnte mir auf jeden Fall ein paar Minütchen sparen, wenn ich sie zusammen rein in den Lokschuppen fahren kann. Und sie dann zusammen warte. Auch krass, dass wir schon wieder über 120.000 Dollar haben, ne? Schauen wir mit den letzten Aufträgen auf jeden Fall ganz gut Geld gemacht zu haben. Mir wurde auch erzählt, dass ich mich vor Geld wahrscheinlich kaum retten kann, sobald ich die Militärlizenzen habe. Da bin ich mal gespannt, wie es da dann so ausschaut. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Gefahrgutlizenzen fertig und dann mache ich mal irgendwas mit der Militärlizenz. Machen wir alles schön nach der Reihe. Bisher war das ja sonst immer so ein Durcheinander. Ein Kreuz und Quer. So, ich meine, die zweite DH2 hinter uns, die macht wohl keine Probleme, obwohl sie ja nur gezogen wird im Prinzip. Ich hoffe, dass es zumindest keine Probleme macht. Wäre natürlich doof, wenn doch.
Ja, zum Rangieren werden wir sie natürlich mit anschmeißen, ist ja ganz klar. So, ich hoffe doch, die Drehscheibe ist noch wohl richtig ausgerichtet. Ach, guck mal, da haben wir tatsächlich zwei von den S282 stehen. Und ganz links nochmal eine DE6. Auf die freue ich mich auch schon. Die DE6 wird dann die nächste Lok sein, die wir uns mal anschauen werden. Die Lizenz, glaube ich, kostet aber irgendwie $200.000, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ich kann einfach direkt durchfahren. Cool. Sehr schön. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass ich die Drehscheibe doch irgendwie leicht nach links drehen musste. So auf diese Höhe, aber dem war ja dann doch nicht so. Sehr schön. Sehr schön, dann können wir direkt auf das Wartungsgleis auffahren. Dann sollte es auf jeden Fall klappen mit dem... Warten. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich auch wirklich weit genug nach vorne fahre, sodass die hintere DH4, entschuldigt, dass die auch erkannt wird hier von diesen Stationen. So, lasse ich einfach mal ein klein wenig vorrollen. Oh, ich freue mich auch auf die große Lok schon, ne? Auf die große Dampflok. Das wird auch richtig, richtig cool, glaube ich. So, schalte ich sie jetzt ab? Ich glaube, ich schalte sie mal kurz ab. Die Bremse kann ich eigentlich leicht angelegt lassen. Warum mache ich sie denn zu? Warum mache ich denn überhaupt die Türe wieder zu? Ich weiß es auch nicht. Fragt mich nicht. Ich habe absolut keinen Plan, was manchmal in mir vorgeht. Anscheinend ja nicht allzu viel. So, die L004. Das wäre diese Lok hier. Ja gut, dann warten wir erstmal die hier. So, Antriebsstrang, Räder, Fahrgestell ist noch voll da. Öl nachfüllen, Sand ein klein wenig nachfüllen und dann wollen wir den ganzen Spaß natürlich auch kurz betanken. So, und die erste Lok kostet jetzt gerade mal knapp $6.000. Der Karrieremanager, der wollte $12.000 pro Lok. So sparen wir uns natürlich einen Haufen an Geld. Ist ja ganz klar. So. Zweite Lok. Oh, ich hoffe, dass der... Ah, das reicht bestimmt nicht, ne? Na, natürlich nicht. Huch. Dann würde ich mal sagen, bevor ich das Ganze dann warte, fahre ich das doch nochmal ein Stück vor. Das macht das natürlich eher wenig Sinn. Ich glaube, jetzt lasse ich sie auch direkt laufen. So, 064 war das. Ja, richtig. Sehr schön. Mechanischer Antriebsstrang, Räder, Fahrgestell ist voll da. Öl nachfüllen. Da sieht man jetzt auch, dass Öl natürlich auch so ein klein wenig verbraucht wird, jetzt während sie läuft. Sand nachfüllen, genauso wie das gleiche beim Diesel. Mann, das geht aber schnell, du. So, dann hängen wir das Zeug wieder hier hin. Schieben die Kohle rein. Danke für die Rechnung. So. Dann haben wir wenigstens das schon mal. So, du bist jetzt gerade am Laufen. Oh, das wird super. Das wird super mit der Lok. Dauert aber jetzt leider noch ein bisschen. Wo ist denn hier die Tür? Da. So. Die schalten wir natürlich auch gleich ein. Bremse auf. Ein bisschen Vorschub. Und ich hoffe, dass der Karrieremanager das jetzt schon mal akzeptiert hier und wir neue Aufträge annehmen können. Das wäre super, super doof, wenn nicht. Aber ich glaube, das letzte Mal hat es ja auch funktioniert. Ich habe halt leider diese $127.000 noch nicht. Es tut mir leid, liebe Versicherung. Es tut mir wirklich leid. Oh Mann, wir sind bei fast 20 Minuten. Mir wurde aber gesagt, dass ich die Wartungen mit aufnehmen soll. Das wollt ihr sehen anscheinend. Also verzeiht mir bitte, wenn ich euch so ein klein wenig die Zeit damit raube, aber ich soll das mit in den Videos lassen. Ich soll das nicht schneiden, wurde mir gesagt. Deshalb mache ich das dann natürlich auch so.
Jetzt bin ich aber wieder weit nach vorne gerollt. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ach, wisst ihr was? Ich wechsle auch mal wieder die Lok. Manchmal vergesse ich, dass ich in diesem Spiel auch sprinten kann. Ich bin nur im echten Leben dick und kann das nicht besonders gut, aber hier im Spiel geht das. Ab die Post! Dass ich überhaupt noch weiß, wo die Pfeife ist. Oh, da springen die Katzen wieder über die Gleise. Das gefällt mir gar nicht. Hier am Hafen habe ich schon mal zwei getötet. Also ich weiß gar nicht. Also ich meine, sterben oder so werden sie ja nicht. Aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? So, da springt die nächste rum. Ich habe dich gerade noch gesehen. Ey! Weg mit dir! Raudi. Ich glaube kaum, dass meine Stimme lauter war als das Dieselgeräusch dieser Lok. Also wenn die Diesellok sie nicht erschreckt und sie nicht weicht, dann wird es meine Stimme wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich möchte jetzt kurz dann nochmal nach rechts rein, wobei... Ah doch, komm, scheiß drauf. Wir rollen jetzt hier noch nach rechts kurz rein, kurz vor das Bahnhofsbürogebäude. Dort bleiben wir dann ganz kurz stehen, suchen uns einen schönen Rangierauftrag raus. Ich habe ja eigentlich schon einen rausgesucht. Ich hoffe, dass er jetzt natürlich noch da ist. Ich denke mal, dass die Aufträge hier generell nicht ganz so schnell verschwinden. Ich hoffe es zumindest. So, da hinten ist das Gebäude. Das heißt, wir können schon mal voll in die Eisen gehen. Ich wollte mich nur schon mal ankündigen. So, dieses Mal lasse ich die Tür offen. Die kann ruhig auch mal offen stehen bleiben. Ich muss sie nicht jedes Mal schließen, verdammt. So, ich hoffe nur, dass das jetzt auch wirklich passt, dass ich den Auftrag annehmen kann. So, du warst das. Och nö, ernsthaft jetzt? Hä? Habe ich das Geld nicht gerade reingeschmissen? So. Diesmal kam ja auch keine Rechnung raus, ne? So, jetzt vielleicht? Ja, okay. Dankeschön. Die zwei haben sich jetzt auch resettet. So, was müssen wir denn überhaupt machen? Also wir haben hier 855 Tonnen, 270 Meter Zuglänge und das Ganze steht auf E8i. Ach, es sind zwei Ablieferungen, das heißt es sind auch zwei Züge. Ah, das heißt wir holen den ab, laden den ab und stellen ihn auf C1S ab. Dann haben wir noch die zwei einzelnen Waggons, die auf D2S stehen. Nee, halt, Moment. Ach, das sind... Ach nee, wir müssen nur in zwei teilen. Okay. Ich war jetzt gerade etwas verwirrt, weil... Sieht das nur so aus? Weil ich finde, diese Ladung hier... Kann ich reinzoomen? Ja, kann ich. Die unteren Waggons sehen von der Ladung her ein bisschen aus wie anders aus wie die oberen. Deswegen habe ich gedacht, das wären zwei verschiedene Waren. Ja, alles gut, dann passt das schon. Nee, es passt schon, das passt schon. Okay. So, jetzt müssen wir beide Loks nochmal kurz anschmeißen. So. Ach, die Sicherungen sind sogar noch an. Aber die Handbremse ist zu. Auf. Nee, zu. Guten Morgen. Ja. Ups. So, hier. Ist auch noch alles an. Okay, der resettet dann tatsächlich nicht die Sicherung, aber die Handbremse macht dazu. Ist ja interessant. So. Jetzt aber. Ab zu den E-Gleisen, die sich hier hinten befinden.
ist natürlich so ein bisschen die Frage. Ich glaube, ich verbinde das Ganze hier mit der Funksteuerung. Ich glaube, da tue ich mich wieder ein klein wenig einfacher. Also, ist auch ein bisschen doof, ne? Oder? Ach, keine Ahnung. Das entscheide ich spontan. Aber ich denke schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich gleich auf Funkfernbedienung umspringe. Da ich jetzt die Lok aber sowieso wechseln sollte, wegen der Sicht. Auch wieder total unnötig, ne? Ich sehe es schon kommen. Irgendwann mal lasse ich alle Türen einfach offen. Dann tue ich mich da echt ein bisschen einfacher. Aber wäre auch irgendwie ein klein wenig langweilig oder so. So, ich meine, E8 war, glaube ich, irgendwo auf der rechten Seite, ne? Ich denke mal, da, wo ich direkt drauf gucke, das müssten unsere Waggons sein. Ich hoffe es zumindest. Aber das sieht so aus. Das heißt, den Kollegen sollte ich ändern. Dann bleibt der und der ist schon mal richtig eingestellt. Ja, sollte richtig eingestellt sein. Das ist ja auch immerhin den, wahrscheinlich der Auftrag, den wir das letzte Mal hergebracht haben. Wie gesagt, es ist eine Woche her. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade wieder falsch liege, aber ich meine, es ist schon richtig so. Ich denke ja. So. Da sind schon ein paar Waggons. Definitiv. Das sind schon ein paar Waggons. Ach, jetzt kann ich mich gerade auch daran erinnern, dass wir die anderen Waggons, die wir noch mitgenommen hatten, wir haben ja zwei Aufträge gleichzeitig gemacht gehabt, die stehen, glaube ich, am C-Gleis. Oder auf dem C-Gleis. So, das war jetzt nicht die feine englische Art, aber definitiv auch nicht die grobe russische. Das war schon in Ordnung. So. Oh, ich hab's vermisst irgendwie. Züge aneinander zu koppeln. HBSU90. Das passt dann auf jeden Fall schon mal. Oh nein. Oh, ihr wollt mich doch ärgern, oder? So, ich mach mir jetzt erstmal auf Leerlauf. Damit du nicht hier gegen das Zeug drückst. So, dich mache ich jetzt schon mal ein. Brauche ich... Aua, das war ein tiefer Sturz. Dich brauche ich jetzt zwar tatsächlich noch nicht, aber ich muss bis ans Zugende latschen, um die Handbremse zu lösen. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Ja. Mhm. Gleich haben wir es geschafft. Ja. Jetzt haben wir es geschafft. SU90, sehr schön. Ja, theoretisch könnte ich jetzt auf den Waggon springen und auf dem Zug entlang rennen. Bis nach hinten hin. Ich könnte ja währenddessen auch schon mal hier lösen und vielleicht mal Fahrstufe 1 reinhauen. Ach, halt, Moment. Das war jetzt nicht gut. Ich muss ja rückwärts fahren jetzt tatsächlich. So. Dann rollt er nämlich schon mal ein klein wenig. Nimmt ein klein wenig Fahrt an oder auf. Und dann können wir uns so langsam mal vorbereiten für die Gleise. Also in Fahrstufe 1 hat er auf jeden Fall schon mal ganz gut Geschwindigkeit angenommen. Tatsächlich. Ja, doch. So.
Alles klärchen. Wo musst du hin? Wir müssen erstmal zu D7L. Das ist das Entladengleis, genau. Das Loadinggleis zum Ent- und Beladen oder B- und Entladen. B- und Entladung? B- und Entladen. So. D7L. D7L, das ist das Gleis, genau, direkt vorbei. Also da, wo wir jetzt gerade herkommen, da müssen wir dann gleich wieder rein. Gut zu wissen, sehr schön. Dann nehmen wir ein bisschen mehr Fahrt auf hier. Schon eine ziemlich coole Funktion hier mit dem, mit der Funkfernsteuerung, das ist schon sehr geil. Ich wollte gar nicht runterfallen. Ah, so, okay. Und rüber. Und rüber. Rüber. Und nochmal rüber. Und nochmal rüber. Und nochmal rüber. Ja, und so weiter und so fort. So. Dort drüben ist das Gleis. Das heißt, die übernächste Weiche dann. Wo kommen wir denn dahin eigentlich? Ach, das war das Passagier-Dingsbums, ne? Genau, das F-Gleis. Ja. Oder die F-Gleise, so. Könnte jetzt auch eigentlich auch mal anfangen, ein klein wenig abzubremsen. Wir sind jetzt doch relativ fix unterwegs tatsächlich. Ich meine, so fix müssen wir gar nicht unterwegs sein. Mach's mir jetzt natürlich hier mit diesem Rumgehüpfen ein klein wenig einfacher. Aber ich habe das Gefühl, es geht so vielleicht auch ein klein wenig schneller, bevor ich jetzt wieder komplett stehen bleibe und dann aus der Lok aussteige oder absteige. Das ist schon ein verdammt langer Zug, ne? Jetzt habe ich gerade wieder ein klein wenig gepennt. Hoppala, was war das denn? Meine Maus hat jetzt gerade den Bildschirm gewechselt, einfach so, ohne mich zu fragen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, dass es euch vom, ich sag jetzt mal, Realismus her und so nicht gefällt, dass ich hier auf diesen Waggons rumspringe oder so, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann werde ich das in Zukunft vermeiden und dann doch eher von, naja, von unten halt eben das Zeug machen. Ich meine, dann laufen wir halt immer mal wieder ein paar hundert Meter und so, aber das gehört wohl zum Job mit dazu. Dann ist das halt einfach so. Wie gesagt, wenn ihr das unrealistisch findet, ihr das nicht mögt, dass ich hier die ganze Zeit hin und her hample auf den Waggons und so, sagt mir Bescheid. Wenn ihr nichts sagt, dann weiß ich das natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen gehabt. Ich kann es natürlich nicht jedem recht machen, aber ich gebe natürlich mein Bestes, um euch das Zusehen so angenehm wie nur möglich zu machen. Ich weiß, dass mir das nicht immer gelingt, aber wie gesagt, ich gebe mir einfach viel Mühe und ich probiere es. Und dann werden wir ja sehen, wie das so ankommt. So, ich meine, ich müsste jetzt auch hier wieder auf rechts wechseln. Weil das Loading-Gleis nämlich ganz rechts ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, da vorne sieht hoffentlich noch alles gut aus. AAG. Ja, ich kenne nur AEG. Aber ist auch in Ordnung. So, hier ist die Weiche sogar noch richtig eingestellt. Super, da vorne haben wir auch schon das richtige Gleis.
Und danach müssen wir zum C-Gleis fahren. Das müsste hier rechts nebendran sein, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir aber gleich nochmal nach. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel verdienen wir denn überhaupt in diesem Auftrag. 36.000 Euro. Boah, ich habe jetzt doch wieder für die Wartung ganz gut was hingeblättert. Aber ich meine, das müsste reichen, oder? Das müsste reichen. Jawohl! Mit diesem Auftrag werden wir unsere Schulden los. Geil! Alter, wo sind denn die Loks? Gut. 300 Meter Zug, ne? Beziehungsweise 270 Meter allein die Waggons, dann nochmal die beiden Loks da vorne dran. Ich meine, da sind wir bei gut 300 Metern, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lang die DH4 ist. Aber grob überschlagen sind wir hier bei 300 Meter. Das ist schon faszinierend. Das ist schon sehr faszinierend. Und hier hinten haben wir die Entlade- beziehungsweise Beladestation. Dann könnte ich auch mal anfangen zu bremsen hier. Ups. Gott sei Dank ist dieses Gleis noch relativ lang. Und gleichzeitig bewegt sich jetzt auch gerade dieser Kran hier. Ist ja auch interessant. So. Dann mal hier abgesprungen. So, entladen. Und das war's auch schon. Das war's auch schon. Jetzt müssen wir die... Oh nein, halt, Moment. Halt, Moment. Warte mal, die 671 und die 995. 671, 995. Waren das jetzt die ersten oder die beiden letzten Waggons? Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Die müssen nämlich auf das D-Gleis. Ah, dann sind die ganz vorne, okay. Ach, Mann. Jetzt komme ich ganz durcheinander hier. Okay, das heißt, die beiden Waggons, die auf den anderen Gleis müssen, haben wir vorne jetzt gerade angekoppelt. Das heißt, wir können auf jeden Fall zuerst zu den D-Gleisen. Oder war das jetzt überhaupt die... Jetzt komme ich langsam durcheinander. C. C, C, C. Oh, dann müssen wir wieder zurück hier hin zu den D. Ja, ist egal. Dann ist das also. Wobei, ich könnte die erstmal hier stehen lassen und die vorderen zwei Waggons direkt hier irgendwo... Jetzt habe ich wieder vergessen, wo die hin müssen. D2S könnten wir erstmal hier hin abstellen. Moment. Hier haben wir die 995, genau. Und die 671. Genau, die müssen hier auf das D2S-Gleis. D2S? Ach, hier hinten sind ja noch mehr. Das ist ein relativ kurzes Gleis, aber das macht schon Sinn. Okay, ich würde sagen, dann lassen wir die zwei erstmal hier gleich stehen. Und dann fahren wir den Rest zu den restlichen Gleisen. So machen wir das. Das Gute ist, dadurch, dass die D-Gleise doch nochmal ein bisschen voneinander getrennt sind, kann ich doch nochmal ein Stückchen vorfahren. Da muss ich nämlich, um die anderen Waggons dann nachher wieder abzuholen, nicht ganz so weit zurückfahren. Das ist schon mal das Gute. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, warum ich hier unbedingt wieder eingestiegen bin. Ich habe ja die Funkfernbedienungen miteinander gekoppelt gehabt. Aber ist jetzt auch wild. Nicht so wild. Genau, und hier spaltet sich dann das ganze Ding. Genau.
Dann lasse ich die Waggons hier auf dieser Höhe stehen. Zumindest die, die wir jetzt nicht mit abstellen auf das D2S-Gleis. Ein bisschen können wir noch. So, jetzt machen wir aber mal wieder zu. Du bleibst... Hey. Bleibst jetzt mal ganz kurz stehen. 995, das heißt, hier knallen wir jetzt mal die Handbremse wieder ein. Machen hier auseinander. Genau, so. Dann lösen wir die Zugbremse. Genau, und dann lassen wir den ganzen Spaß nochmal ein bisschen vorrollen. Oh, das geht jetzt aber fix. Die DH8, die hat so viel Power. Bin ich mal gespannt, wie das mit der DE6 dann überhaupt aussieht. Wenn du davon dann zwei aneinander koppelst, dann kannst du wahrscheinlich den Mond aus den Angeln ziehen. So, dann drück mal den ganzen Spaß hier gleich zurück. Sobald das Gefährt mal zum Stehen kommt. Dankeschön. So, dann schauen wir mal. D2S. Schönes Gespann. Entschuldigung. D2S, D2S, D2S. Sollte jetzt nicht allzu schwierig sein hier. Hört sich irgendwie sehr schnell an, das Ding. 15 km/h. Ist schon was. Ich meine, da bewegen sich gut gerade irgendwie 200 Tonnen auf uns zu. Das sieht gar nicht so viel aus, ne? Aber eine DH4 hat halt 80 Tonnen. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie schwer so ein Waggon ist, so ein Flatbed, aber wir könnten ja mal gucken. Nochmal 11 Tonnen. Gut, dann sind es keine 200 Tonnen. Aber beinahe. So, dann muss ich diese Weiche umstellen und dann fahren wir auf jeden Fall schon mal auf das richtige Gleis zu. Ja, schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war wieder sehr früh. Das wäre jetzt sogar fast zu spät gewesen, aber es passt noch alles. Oh, Moment. Haha. So langsam denke ich ein bisschen dran. Mir wurde auf jeden Fall ganz gut zugeredet, dass ich nicht der Einzige bin, der das vergisst. Anscheinend kommt es auch ziemlich häufig vor, dass das so ist, dass man gerade mit der DH4 wohl relativ selten dran denkt. Also man scheint es mit der DH4 wohl ziemlich häufig zu vergessen, mit diesem Richtungswender. Das scheint wohl allgemein einfach so ein Problem zu sein. So, fährt er jetzt dann auch in die richtige Richtung? Ja, okay. Dann machen wir los, Kollege. Wir sehen uns gleich. Oh Gottes Willen, 3/4 Stunde sind wir jetzt schon bei.
Ey, wie die Zeit beim Zocken vergeht, ne? Das ist der Wahnsinn. Es ist der blanke Wahnsinn. Das war schon wieder schon mal vor hier. Lassen die zwei dann uns entgegenkommen. Dann können wir den ganzen Spaß, den Rest hier, den wir hier stehen lassen haben, ankoppeln. Und dann fahren wir den rüber zu den anderen Gleisen. Stellen das Ding ab und da verdienen wir uns mal ein bisschen Kohle dazu. Dann gehen wir die restlichen Gebühren und Versicherungen bezahlen und dann, ja, dann sind wir mit dieser Folge wahrscheinlich auch schon am Ende. Es tut mir natürlich so ein bisschen leid für die, die dieses Rangiergedöns-Zeug nicht besonders gerne mögen und nicht angucken, die es vielleicht ein klein wenig langweilig finden. Ich kann das Ganze natürlich nachvollziehen. Jeder hat ja unterschiedliche Geschmäcker. Aber wir werden auf jeden Fall noch viel sehen. Macht euch keine Sorgen. Wir werden noch viel sehen. Es ist ja auch noch kein Ende in Sicht für dieses Let's Play. Also ich habe da nicht irgendwie geplant, dass ich bei Folge 50 oder sowas aufhöre. Tatsächlich geht dieses Projekt jetzt mehr oder weniger, solange ich halt eben Bock habe auf dieses Spiel. Und ich muss sagen, dieses Spiel gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich werde noch ein paar Wochen, vielleicht Monate, echt noch Spaß haben an diesem Spiel. Also, wie gesagt, wir werden uns einiges angucken. Es ist auch geplant, dass ich mir irgendwann mal später Mods ansehen werde, die es für dieses Spiel gibt. Ich will jetzt aber erstmal alles mir angucken, was es hier so Vanilla im Spiel gibt. Und danach beschäftigen wir uns dann auf jeden Fall mal mit ein paar Mods und schauen uns das Ganze mal an. Vor allen Dingen, weil ich schon zwei, dreimal gesagt bekommen habe, dass es halt Mods gibt eben für dieses Game. Ja, aber jetzt schauen wir uns erstmal alles an, was es hier so, wie gesagt, serienmäßig, vanillamäßig, standardmäßig in diesem Spiel gibt. Und wenn wir uns dann so ein bisschen satt gesehen haben, dann werden auch mal ein paar Mods installiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Mod dafür gibt, dass man auch Passagierzüge schon fahren kann, auch mit mehreren Zwischenstationen auf der Karte, die da so ein bisschen verteilt worden sind. Das habe ich tatsächlich schon gesehen. Ist natürlich auch super spannend. Ich habe nur so ein bisschen Hoffnung, dass Alt Future, also die Entwickler des Spiels, vielleicht das Ganze schon hinbekommen, bis ich soweit bin. ich weiß jetzt nicht, wie fix die tatsächlich dabei sind, das Spiel abzudaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Na komm, ein bisschen gegenrollen muss jetzt tatsächlich doch nochmal. Ich glaube, das reicht jetzt. Das sollte klappen mit dem Ankoppeln. So. Dann muss man natürlich wieder die Handbremse lösen. Ist ja ganz klar. So, dann springen wir mal wieder in die Lok ein. Und machen uns mal auf zu den C-Gleisen, C1S. Genau, das ist gerade links von uns. Das heißt, wir fahren hier raus, hier vor und dann stoßen wir so zurück. Alles Klärchen. Alles Klärchen, alles Klärchen, alles Klärchen. Natürlich ist jetzt die DH8 so ein klein wenig overpowered für die ganzen leeren Waggons. Aber ich bin schon sehr, sehr froh, dass das in dieser Konfiguration jetzt doch ganz gut klappt hier, Heck an Heck. Das ist schon super spannend. Also ich finde das sehr, sehr geil. Natürlich Front an Front, beziehungsweise Front an Heck würde natürlich auch funktionieren. Oder eine Lok vorne, eine hinten am Zug. Das geht natürlich auch. Ich denke mal, hier sind kaum Grenzen gesetzt in diesem Spiel. Da kann man seiner Fantasie mehr oder weniger freien Lauf lassen. Es gab jetzt natürlich auch jemanden, der sich ein bisschen erkundet hat, der dann auch einen Kommentar verfasst hat mit den jeweiligen Quellen, woher er diese Information bezogen hat. Vielen Dank natürlich auch dafür. Hast du bestimmt auch wieder gut Zeit investiert. Da stand jetzt auch drin, dass diese Zugkomposition eigentlich eher nicht in der Realität tatsächlich so benutzt wird, Heck an Heck, da es gerade auch für die Motorkühlung und so schon Nachteile hat. Wenn ich jetzt aber an andere Lokomotiven denke, wie zum Beispiel die DE6, da drüben steht sie, ich habe mal Videos gesehen aus
Australien und aus den USA mit gigantisch langen Zügen und super, super schwer. Und dort sieht man öfter mal solche Lokomotiven Heck an Heck angekoppelt. Also, klar, mit der DH4, je nachdem, was das jetzt tatsächlich für eine Lok sein soll im echten Leben und so, ist das vielleicht nicht unbedingt das Realistischste, was ich hier mache. Und wie ich das hier betreibe, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen tatsächlich. Aber ich denke, unmöglich wäre das auch in echt nicht besonders. Gut, wenn es so halt tatsächlich nicht benutzt worden ist, dann gut, dann ist das halt eben so. Aber das heißt ja nicht, dass ich das im Spiel jetzt nicht unbedingt machen kann. Auch im Titel, das Wort realistisch steht nicht da, weil ich das ganze Spiel so realistisch wie möglich dargeben will. Das möchte ich natürlich auch irgendwie. Das bezieht sich aber mehr oder weniger eher auf den Schwierigkeitsgrad, auf dem wir spielen. Da gibt es, oh Gott, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es glaube ich 2 oder 3 Schwierigkeitsgrade. Und realistisch ist halt eben der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Und mit diesem Schwierigkeitsgrad können wir zum Beispiel, was können wir denn nicht machen? Vor allen Dingen sehen wir unsere Position auf der Karte nicht. Das heißt, wenn wir nicht wissen, wo wir sind, und auch wenn wir unterwegs sind mit ein paar Aufträgen oder sowas, wir sehen unsere Position auf der Karte nicht. Auf dem anderen Schwierigkeitsgrad tatsächlich sieht man das anhand eines, ich glaube, blauen Pfeiles oder so. Ach, Hallöchen. Ja. Ja, moin. Springen wir nicht auf die Gleise, ne? Das ist definitiv nicht gesund für euch, Kätzchen. Und sag deinen Kumpels Bescheid. So, wo bin ich stehen geblieben? Schwierigkeitsgrad. ich weiß jetzt gar nicht so recht, was es bei dem anderen Schwierigkeitsgrad, also bei den etwas einfachen Schwierigkeitsgrad, was es da noch so für Unterschiede gibt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn ich habe mehr oder weniger direkt angefangen, als ich das Spiel angespielt habe, schon mit dem realistischen Schwierigkeitsgrad zu spielen, weil ich einfach mich so schnell wie möglich dran gewöhnen wollte. So, ich glaube, ich muss jetzt rückwärts stellen, ne? Nee, war ja klar. Also doch wieder vorwärts. Ich habe die leider mit der zweiten Lok gekoppelt und nicht mit der ersten, so wie es aussieht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber so ist das halt. wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was es dann... Achso, auch das hier mit dem Spurten hier, das hier zum Beispiel, das ist jetzt hier auch, ich glaube, auf gerade mal 1 Meter oder 1,50 Meter begrenzt sozusagen, dass man das machen kann, diese Spurten. In dem anderen Schwierigkeitsgrad kannst du jetzt da hinten hinzeigen, drückst die F-Taste und dann beamst du dich sozusagen dahin. Also so oder so würde ich diese Spurten wahrscheinlich nicht wirklich häufig benutzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ja kein großer Fan von. Wovon ich auch kein großer Fan bin, ist, dass dieser Zug sich ziemlich schnell fortbewegt. Ich bremse mal kurz ein bisschen an. Ich muss nämlich erstmal gucken, wo sich die Gleise befinden, wo wir hin müssen. Was waren es jetzt überhaupt nochmal? C1S. Oh, das müsste ganz links gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Wäre natürlich vom Vorteil, wenn ich ein klein wenig schneller bin als der Zug. C1S, da hinten stehen sogar schon leere Waggons. Ich hoffe, dass das natürlich von der Länge her passt. So, einmal umschitellen bitte. Und einmal hier ranfahren bitte. Ach, das war das vordere Weich, was sich umgestellt hat. Ich wollte jetzt gerade sagen, was passiert denn da gerade? Sieht auch so aus, als könnte man hier Gefahrgüter irgendwie laden und entladen und eventuell abholen. Mann, ist das ein Riesentrümmer. Ja, und das, ja, ihr habt sicherlich alle von dem Unfall gehört, der in Baltimore passiert ist mit der Brücke. Und falls nicht, dann, ja, vielleicht sogar ganz gut so. Man weiß es nicht. Aber schon wahnsinnig, was da passiert ist. Absolut abgefahren auf jeden Fall. Auch Schiffe finde ich natürlich super, super interessant. Ich habe auch mal eine Zeit lang einen Simulator gespielt. Wie hieß der denn nochmal gleich? Ship Simulator Extremes, glaube ich. War von der Performance her super bescheiden, sage ich jetzt mal. Selbst auf sehr, sehr
krassen PCs läuft das Spiel echt bescheiden. Oh Gott, ich muss echt noch einiges zurückdrücken, ne? Ja, so wird das auf jeden Fall nichts hier. Ah, okay, das Gleis hat noch eine gewisse Länge. Alles klar, alles gut. Dann drücken wir mal ein klein wenig. Also vielleicht probiere ich das nochmal aus. Vielleicht spielen wir auch nochmal irgendwann mal einen Schiffssimulator oder so. Flight Simulator, natürlich auch super, super geil. Flugzeugen habe ich noch weniger Ahnung als von Zügen. Und der letzte Flugsimulator, den ich gespielt habe, das war der Flight Simulator 2004. Also das ist tatsächlich jetzt dann auch schon ein bisschen her. Aber natürlich auch Flugzeuge, super interessant. Jedes Mal, wenn ich an Frankfurt vorbeifahre oder so. Oh, die habe ich aber weit weggekickt jetzt. Passt, dass die Handbremse nicht allzu viel hält, ne? Aber es kommt natürlich jetzt auch darauf an, ob wieder nur ein Waggon die Handbremse angelegt hat. Oh, das waren jetzt nicht so coole Geräusche. Oh, ich muss noch ein bisschen weiter schieben. Das reicht so leider nicht. Ja, wie gesagt, ich werde in Zukunft dann auf jeden Fall auch noch ganz andere Simulatoren ausprobieren. Also ich werde hier nicht bei den LKWs, nur bei den LKWs bleiben. Natürlich, ich glaube so, die LKW-Simulatoren und so, das wird mein, ja, wie soll ich sagen, mein Brot- und Buttergeschäft, könnte man meinen. Aber generell, auch jetzt habe ich es so ein bisschen mit den Zügen, die haben mich tatsächlich echt ein bisschen angefixt gerade. Ich finde sie super interessant. Im Moment habe ich gerade sehr, sehr viel Spaß an den Zügen und so. Spiele auch noch andere Zugspiele, wie zum Beispiel Train Simulator Classic, immer mal wieder ein bisschen so nebenbei. Ich habe vergessen, den Fahrtrichtungswender auf neutral zu stellen, ich Schlaumeier. Dementsprechend drücke ich jetzt den ganzen Zug dem Meer entgegen. Ja, wie gesagt, Schiffe finde ich super interessant. Absolut abgefahren. Die Dinger. So schnell meine Fahrtrichtungswende auf neutral stellen. Okay. So, da ich jetzt eine Handbremse schon an einem Waggon angelegt habe, glaube ich, kann ich mir den Rest sparen. So. Da haben sich die Waggons ein klein wenig arg komprimiert gehabt. Jetzt haben sie sich wieder ein klein wenig auseinandergedrückt. Ja, also ich möchte natürlich auch noch mal andere Simulatoren spielen. Ich habe noch, ich habe ja vor ein paar Jahren mal hier Cam Mechanic Simulator gespielt. Fand ich natürlich auch super, super lustig. Jetzt gibt es ja auch wieder weitere Spiele davon mit noch mehr DLCs und hast du nicht gesehen. Natürlich auch sehr cool das Ganze. Bin am Überlegen, ob ich da nicht nochmal einen Cam Mechanic Simulator anfasse und nochmal spiele. Was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, wären so Sachen wie, oh Gott, wie hießen das nochmal? Ship Graveyard Simulator, war das so? Ich weiß es nicht. Und so Zeug halt eben. Dann gibt es ja noch einen Train Mechanic Simulator, einen Truck Mechanic Simulator, einen Tank Mechanic Simulator, einen Plane Mechanic Simulator und hast du nicht gesehen. Irgendwann gibt es auch noch einen Toilettensimulator und einen Fahrradsimulator und ach, wer weiß, vielleicht gibt es das sogar schon alles, ich habe keine Ahnung. Aber ja, so auch kleinere, lustige Objekte, Projekte, die man vielleicht so mit der Zeit ein bisschen machen kann oder sowas. Aber alles, wie gesagt, mit der Zeit, ja. Da ist auf jeden Fall noch viel in Planung, jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wir haben viel Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch nicht nur im Gefühl zwei Spiele auf Steam, es sind mittlerweile wirklich, ich meine, fast 300 oder so. Ich meine, meinen Steam-Account habe ich jetzt auch schon seit langem. Ich meine, 15 oder 16 Jahre oder so, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Da hat sich natürlich mit den Jahren so ein bisschen was angesammelt und ja, wie gesagt, wir können uns ja mal ein paar Sachen einfach gemeinsam mal angucken. Falls euch noch irgendwas einfällt, noch irgendwie ein Simulator oder so, den ihr vielleicht gerne bei mir gucken würdet, wo ihr sagt, hey, das wäre schon ganz lustig, wenn du den spielen würdest, da würde ich mir auch gerne ein paar Folgen zu angucken. Lasst es mir in den Kommentaren wissen. Und dann schauen wir einfach mal, was noch so alles in Zukunft passieren wird und was noch so alles kommen wird. So, die hintere Weiche ist noch richtig eingestellt, das ist schön.
Es wird auch langsam wieder dunkel, das heißt, wir haben auf jeden Fall diesen Arbeitstag super ausnutzen können. Das ist sehr schön. Ja, 6:30 gleich und auch schon bei einer Stunde Videolänge. Wahnsinn, das geht aber fix, du. Das geht mir fast ein bisschen zu fix, Menschenskinder, noch einmal. So, der Plan auch für die nächste Folge ist jetzt, ich denke mal, ich werde mir wahrscheinlich die DE2 schnappen und mehr mit der mal den, die Garage suchen gehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier, hinten höchstwahrscheinlich eine Garage sein wird. Ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen, was da hinten sonst sein soll. Natürlich könnte man auch sagen, dass da vielleicht die Entwickler gedacht haben, die Map eventuell mal zu erweitern oder so. Dass da irgendwann mal eine zusätzliche Strecke dazu kommt oder so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie weit der Prellbock weg ist. Den werde ich aber wahrscheinlich von hier aus eh nicht sehen. Naja, mehr oder weniger. So. Wir können das Ganze jetzt aber sowieso hier stehen lassen. Dann machen wir natürlich vorschriftsmäßig auch alles ab. Aus. Ab. 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 Meine Fresse, du bist so ein Schlaumeier, ey. So, die schalten wir natürlich auch aus. Weil hier kommt die Handbremse auch nochmal ran. Hätte jetzt tatsächlich nicht sein müssen, aber sicher ist sicher, ne? So, meine lieben Freunde. Dann haben wir die zwei auch wieder schön geparkt hier. Die zwei DH4s oder die DH8. Je nachdem, wie ihr sie jetzt nennen wollt. Nach einem anderen Zuschauer vielleicht auch die DDH4. Also DDH4 verstehe ich nicht ganz so arg. DDHH4 vielleicht oder DDHH44. Warum eigentlich nicht DH4 hoch 2? Wäre vielleicht einfacher. Aber dann kann ich auch einfach DH8 sagen. Also von dem her, es macht alles keinen Unterschied, wie ihr wollt. Ich kann sowieso nicht jedem recht machen. Ha, und da wären wir schon wieder bei dem Thema. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir hier den Auftrag reinschmeißen. Genau, 39 Minuten haben wir gebraucht. Das heißt, wir bekommen sogar nochmal 18.000 Dollar Bonus dazu und landen bei einer Gesamtvergütung von knapp 55.000. Und meine lieben Freunde, damit sind wir endlich in der Lage, unsere Schulden zu bezahlen. Juhu! Ach. Ja, krass. Okay, jetzt habe ich gar nicht mehr auf die genaue Zahl geguckt. Stand da immer noch 127.000? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber jetzt wurde auch... Jetzt wurde die DH8 tatsächlich auch mitbezahlt. Wie viel ist denn jetzt übergeblieben? Noch 52.000. Jetzt will ich nochmal ganz, ganz kurz was nachschauen. Genau, die DE6 kostet 200.000 Dollar. Die S28 nur 50.000 Dollar. Das ist ziemlich erschwinglich. Könnte ich mir sogar jetzt kaufen, aber werde ich natürlich nicht machen. So, die nächste Lizenz, die ich angehen möchte, ist wahrscheinlich die Gefahrgut-3-Klasse mit 290.000 Dollar. Danach würde ich mir wahrscheinlich gerne die DE6-Lizenz kaufen und danach würde ich dann die Militärlizenzen machen. Und ich denke mal danach definitiv dann die S282 und das ist dann sowieso die letzte, die wir dann nur noch benötigen. Und danach können wir machen, was wir wollen und fahren, wohin wir wollen. Ich meine, kann ich jetzt auch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und dann sind wir soweit. Ja, so, schön aufgeräumt. Aber der ist jetzt tatsächlich mit dazugekommen. Das ist sehr cool. Dann tatsächlich die, die wir jetzt gerade hier haben stehen lassen. Ist der auch dazu gekommen? Das sieht fast so aus. Oder habe ich den so doof liegen lassen? Ist ja auch egal. So, meine lieben Freunde. Also, nächste Folge werden wir uns die kleine DE2 schnappen und fahren mal hier rüber. Hoch oder runter. Ich vermute jetzt mal, dass es wahrscheinlich hochgehen wird. Wir sind ja ziemlich auf Meeresspiegelhöhe. Das heißt... Warte mal, wenn ich jetzt richtig gucke... Ich darüber gucke und dann nach da links. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier dann diesen Berg hier vielleicht erklimmen gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang sich das zieht, aber ich vermute es mal. Dann fahren wir mal kurz da, ich sage jetzt mal hoch und schauen, dass es hier vielleicht irgendwo dann eine Garage gibt. Wir haben ja die erste Garage hier unten entdeckt. Das war Reginalds Garage mit dem Begleitwagen, mit der Caboose. Und wenn ich mir das jetzt mal so angucke, hier, das da war Tutorial-Level. Und ansonsten gibt es neben diesem
dieser Spitze hier nur noch die zwei Stellen. Hier wird wahrscheinlich auch irgendwo nochmal eine Garage sein, vermute ich mal. Ansonsten kann ich mir keine andere Stelle mehr vorstellen, ehrlich gesagt. Außer vielleicht nochmal irgendwie sowas wie ein Nebengleis am Bahnhof. Aber ich glaube, dass die Garagen doch mehr oder weniger ein klein wenig versteckter sind auf der Welt und nicht direkt am Bahnhof liegen. Und falls doch, dann irre ich mich halt jetzt gerade eben. Aber ich glaube es nicht. Naja, und nachdem wir das Fahrzeug entdeckt haben, beziehungsweise die Garage entdeckt haben, was auch immer jetzt hier unten sein sollte, kann natürlich auch sein, dass beide restlichen Garagen hier sind. Oh, so weit habe ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Aber irgendwas muss doch hier oben dann sein. Ja, wir fahren einfach mal hin, gucken uns das an und wenn wir etwas finden, dann nehmen wir es vielleicht mit. Ich weiß noch nicht. Oh, ich weiß gar nicht, was es sein wird. Die BE2 fehlt uns auch noch. Und die Slug. Aber Näheres diskutieren wir dann, wenn es dann soweit ist. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein paar Kommentare da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ihr seid sowieso eine absolut angenehme Spitzen-Community. Also anders kann ich es nicht sagen. Ihr seid echt klasse. Vielen Dank für euer Feedback und euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao.